Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams ever. Liga-Neuling Rasta Vechta Platz 15 trifft auf den Tabellenführer und Gastgeber am 13. Spieltag der BBL, den FC Bayern Basketball. Und der gleich von Beginn an bemüht zu zeigen, wer hier Herr im Hause ist. Cedovic schneller als die zurückeilenden Gäste. Der Anfang in Teilen durchaus gefällig, wenn Bayern das Spiel schnell macht, entschlossen den Abschluss suchte. Wie hier Boris Savovic immer wieder erarbeiteten sich die Gäste, die befreit aufspielen konnten. Chancen, eigentlich gute Defense Savovic. Mädrich aber mit dem schönen Hook führt teamintern ja die Scorerliste an. Hier zeigt er warum. Und auch bei den Rebounds der Center von Vechta ganz weit vorne, das gefiel Bayern-Coach Svetislav Pesic ganz und gar nicht. Sein Team pomadig, selten solch schnelle Pässe, Mismatch Benzing-Mädrich. Benzing flinker und mit dem guten Abschluss und gleich noch eine gelungene Aktion. Während der unermüdliche Arbeiter an den Brettern Itbi noch scheiterte, Steiger hellwach, sprintet zum Korb und macht die Punkte. Toller Einsatz, Steiger. Auf der anderen Seite der Übungsleiter der Gäste, Pat Elzi, angesäuert. Seine Jungs zeigten den mitgereisten Fans zu wenig. Halbzeitstand 43-37. Kleines Polster, FCB, wir springen in die zweite Hälfte, sehen Mädrich für drei, der Big Man, der Rastaner, Rastafaris sind andere, mit dem weichen Handgelenk und guter Quote, 50% von draußen, 2 von 3 am Sonntagabend und an diesem die Offensiv-Rebounds, ein Thema, Rasta die beste Mannschaft in dieser Kategorie. Redebedarf also bei den Bayern, wobei die Partie langsam in sicheres Fahrwasser. Aus Bayern-Sicht schipperte denn die Münchner, penetrierten Rasta unter Druck, freier Mann, einfacher Korb, so kann's gehen. Die Gäste aus Vechta ergaben sich nun etwas in ihr Schicksal. Batz, der Koloss unterm Korb, kommt zu spät, einfache Punkte. Dion Thompson zum Dreadlocks raufen auf den Rängen, weil Bayern nun eine Schippe in der Defense drauflegte und weil Bryce Taylor den Turbo gegen müde Vechta zündete. Tolle Körperkontrolle von Taylor. Und auch wenn der letzte Wurf von Steiger 2 Sekunden vor Ende daneben geht, das Spiel entscheiden die Bayern für sich mit 93-74 und holen sich Selbstvertrauen für das entscheidende Spiel am Freitag in der Euroleague gegen Galatasaray Istanbul. Die BEKO Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?